In Deutschland, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist ziemlich kaputt. Gerade für die Immobilienbranche kommen natürlich noch schwere Zeiten auf uns zu. Das war erst der Anfang, den wir jetzt gesehen haben. Die Volumina sind ja völlig eingefroren. Amerika führt einen sehr brutalen Wirtschaftskrieg gegen Deutschland. Was wir in der Ampel haben, ist ja nun wirklich indiskutabel. Das ist nicht nur schwach, das ist geradezu schädlich für Deutschland, man könnte schon fast sagen kriminell. Also von daher halte ich die Alternative für Deutschland für sehr bürgernah. Also da braucht man einen Vorwand, jetzt braucht man einen Vorwand, um die AfD zu verbieten. Man wird es mit aller Gewalt probieren, ob man damit durchkommt vor Gerichten oder ob es nicht doch schon zu spät ist. Es gibt nicht unerhebliche Kräfte, die uns wirklich umprogrammieren wollen auf eine neue digitale Welt, wo wir dann auch überwacht werden. Da kommen massive Umwälzungen auf uns zu und wir wissen noch nicht, ob wir als Spezies dann, ob die menschliche Spezies dann überhaupt noch Bestand hat in dieser Form oder ob die KI uns tatsächlich platt macht. Herr Professor Dr. Otte, seien Sie so freundlich und stellen Sie sich kurz meiner Community vor. Ja, Herr Bubeck, das ist gar nicht so einfach, weil es ein relativ langes Leben ist. Ich war Professor an 3 Universitäten, habe 14 Spiegel-Bestseller geschrieben, bin aber vor 5 Jahren aus dem Hochschuldienst als Beamter ausgeschieden, weil ich mir das zeitlich nicht mehr leisten konnte, bin Unternehmer, bin an 4 Unternehmen beteiligt, bin Aktienspezialist seit 40 Jahren am Kapitalmarkt und unsere Unternehmen managen ungefähr 2 Milliarden Euro an Assets. Das ist eine ganze Menge an Geld. Da ist natürlich auch gleich meine allererste Frage. Sie haben ja einen Fonds. Können Sie den vielleicht kurz beschreiben, um was es da genau geht und an wen sich, sage ich mal, das genau richtet? Ja, wir haben insgesamt in der Firma 7 Fonds. 3 davon sind Publikumsfonds, die fürs Publikum erhältlich sind. Also 2 normale Aktienfonds, einen in der Schweiz, einen in Deutschland, aber die kann man beide in Deutschland erwerben. Und einen sogenannten AIF, einen alternativen Investmentfonds, den kann man auch erwerben. Da braucht man aber etwas größere Summen. Da ist der Einstieg in Deutschland ab 100.000. Dafür hat auch eine sehr angenehme Gebührenstruktur. Das sind ganz normale Fonds zur Abdeckung, ich möchte sagen, des Aktienbereichs im Portfolio. Wir werden auf jeden Fall hier auch mal einen Link dann zu Ihrem Unternehmen einblenden, damit interessierte Zuschauer sich dann auch gegebenenfalls an Sie wenden können. Wir wollen allerdings heute ein bisschen über die Wirtschaft reden. Durch meine politischen Aktivitäten kommen dann Artikel zu Promi-Fonds raus und dann wird das abwertend dahingestellt. Also dazu kann man sagen, dass wir im letzten Jahr laut einer Auswertung von Breidenbach von Schlieffen der beste von 94 waren und da waren BlackRock dabei, da waren Privatbanken dabei, Julius Baer, Sarrazin, Fidelity, da waren also die ganzen Großen dabei. Also man darf dann nicht immer glauben, was die Medien schreiben, sondern man muss sich die Performance dann schon direkt anschauen. Wir wollen uns heute ein bisschen über Wirtschaft auch unterhalten, weil das ist gerade ein Themenschwerpunkt, der natürlich meine Community, die immobilienlastig ist, natürlich sehr interessiert. Und hier habe ich auch gleich eine für mich sehr spannende Frage. Und zwar die Frage ist letztendlich relativ kurz und knapp. Es geht einfach darum, wie ist Ihre Sicht aktuell auf die globale Wirtschaftslage in Deutschland und natürlich global dann eben auch einzuordnen? In Deutschland, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist ziemlich kaputt. Und ich habe mal das Beispiel gebraucht von Roadrunner und Wile E. Coyote, der dann da hinterher ist und Roadrunner läuft und dann kommt Coyote hinterher und läuft und dann läuft er über die Klippe und dann drehen die Beinchen noch durch und auf einmal guckt er nach unten und dann kommt der Absturz. Und das steht uns in Deutschland wahrscheinlich bevor. Also die Wirtschaft könnte wirklich crashen, was nicht heißt, dass die Aktienmärkte crashen. Das sind 2 Paar Dinge, denn die werden unter Umständen künstlich hochgehalten. Aber gerade für die Immobilienbranche kommen natürlich noch schwere Zeiten auf uns zu. Das war erst der Anfang, den wir jetzt gesehen haben. Die Volumina sind ja völlig eingefroren. Die Preise gehen schon zurück, aber der Immobilienmarkt hat ja auch eine gewisse Starre. Sprich, die Leute halten auch erstmal an den Immobilien fest, obwohl es vielleicht besser wäre, sie zu verkaufen. Aber da dürften noch schwere Zeiten auf uns zukommen. Und für die deutsche Wirtschaft insgesamt sieht es natürlich noch übler aus. Es wird ja nicht erst seit dem Ukraine-Krieg Krieg gegen die deutsche Wirtschaft geführt. Das ist auch nicht erst seit dem sogenannten VW-Diesel-Skandal der Fall, der ja auch eigentlich Elemente eines Wirtschaftskrieges. Sehen Sie da einen, ich sag mal, Lichtblick irgendwo am Ende der aktuell dunklen Zeiten? Ich habe neulich gelesen, also Leute wie Schawan oder zu Gutenberg und so weiter oder auch Christian Wulff, das waren sicherlich keine Lichtgestalten, das waren relativ schwache Politiker. Aber die hatten wenigstens noch den Anstand zurückzutreten, wenn sie Mist gebaut haben oder auch wenn die negative Presse zu groß wurde. Was wir in der Ampel haben, ist ja nun wirklich indiskutabel. Das ist nicht nur schwach, das ist
geradezu schädlich für Deutschland, man könnte schon fast sagen kriminell. Es wird nicht strafbar sein, aber es ist aus meiner Sicht klar gegen den Amtseid. Und das kann man sich nur so erklären, dass jemand wie Habeck oder auch Baerbock eben sehr stark von globalen Lobbys gelenkt wird oder auch von Interessen. Die sind in Beziehungsumfeldern aufgewachsen, die mit dem deutschen Wähler, mit dem deutschen wertschöpfenden, wertschaffenden Menschen nichts zu tun. Man sieht, er hat ja auch leider Gottes gestern Abend das Video gesehen vom Finanzminister Lindner, wie er ja schon rein populistisch da rausschreit. Er wird uns alle retten und er hat irgendwelche Lösungen. Er wird ausgebuht öffentlich. Man hat auch Videos gesehen, wo Leute friedlich protestiert haben, die dann am Anschluss festgenommen wurden, nur weil sie relativ nah sozusagen, also zu nah am Lindner dran waren. Welche Partei sehen Sie denn da aktuell überhaupt, die die Werte noch der Bürger vertritt? Nun ja, ist ja kein Geheimnis, dass ich mich habe aufstellen lassen von Abgeordneten der Alternativen für Deutschland. Und ich bin sehr froh, dass diese Partei sich gefestigt hat. Die hat immerhin jetzt zwei Legislaturperioden, also eine war sie noch nicht im Bundestag, 13 ist sie gegründet worden, jetzt ist sie 11 Jahre alt. Aber in der zweiten aktiven Legislaturperiode ist sie und die Mitglieder und auch die Wähler dieser Partei haben Unglaubliches an Diffamierung und an Druck aushalten müssen. Und sie sind immer noch da und sie sind gewachsen. Da hat sie also eine Partei wirklich bürgerlicher Menschen gebildet, diese ganzen staatlichen Repressionsmaßnahmen und auch die Propaganda und das Framing ausgehalten haben. Und da muss ich erstmal mich bei allen bedanken, die das tatsächlich gemacht haben, weil das eine unglaubliche Leistung ist in diesem Meinungsklima und auch in diesem politischen Klima. Und ich war nicht ganz unbeteiligt, dass diese Partei sich an deutschen Interessen orientiert und nicht so sehr an NATO und EU und sonst was. Ich meine, das kann man ja machen. Man kann Mitglied der NATO sein, man kann da gut kooperieren, man kann in der EU Mitglied sein. Aber zunächst einmal muss man deutsche Interessen definieren. Was sind deutsche Interessen? Der Frieden gehört sicherlich dazu, gute Beziehungen zu allen Nachbarn gehören dazu. Es gehört eine Wohlstand, Bildung, Rechtssicherheit dazu, das sind alles deutsche Interessen und die Partei hat sich da sehr deutlich positioniert. Sie hat ja auch etliche aus dem sehr rechten Lager aus der Partei geworfen, das darf man nicht vergessen, da gab es ja auch einen Reinigungsprozess. Also von daher halte ich die Alternative für Deutschland für sehr bürgernah, die anderen Parteien nicht mehr, aber auch da, selbst da ist die Gefahr, wenn man dann zwei, drei, vier Legislaturperioden im Raumschiff Berlin ist, dass man diesen Kontakt verliert. Man sprach ja in der alten Bundesrepublik sogar vom Raumschiff Bonn. Und Bonn ist ein kleines, beschauliches Städtchen und Berlin ist halt doch schon eine Riesenstadt. Und da verliert man unter Umständen diesen Kontakt. Aber natürlich ist es nur die AfD, in der sehr viele Menschen sind oder eigentlich alle, die keine Politikerkarriere hatten oder vielleicht sind ein paar gewechselt. Also die weitaus größte Zahl der aktiven AfD-Politiker kommen aus bürgerlichen Berufen, kommen aus dem richtigen Leben. Das können Sie bei CDU, AfD, CDU, FDP, SPD, Grünen, Linken und so weiter nicht mehr sagen. Die meisten im Bundestag haben da Berufskarrieren. Also das wird sich natürlich auch bei der AfD einschleifen, aber noch sind sie ganz klar am nächsten am Bürger. Jetzt ist ja gerade in den Medien gewesen diese, nennen Sie jetzt mal so, Remigrationsaffäre. Jetzt versucht man ja darüber die politische Meinung insofern zu verändern, dass man eventuell ein Verbot der AfD bewirkt. Halten Sie das jetzt für ja, legitim, dass man jetzt aufgrund dieser Remigrationsaffäre noch mehr die Bevölkerung da aufstachelt gegenüber einem mögliches Verbot oder zum Beispiel auch, habe ich ja kürzlich auch gelesen, gegenüber einem Grundrechtsentzug zum Beispiel von Björn Höcke? Das ist irre. Ich meine, ich habe ja die Hambacher Feste organisiert und auf dem ersten Hambacher Fest 2018 sprach ich schon von einem Klima der Repression und der Meinungsbeschränkung und des Framing. Also wirklich Repression. Und ich habe genug Repression 2018 schon erlebt, als ich dieses Fest gemacht habe. Und dann kam Covid, da waren die Bürgerrechte sehr stark eingeschränkt. Diese Affäre ist ein ganz klassischer Fall von psychologischer Kriegsführung, von Versuch über Propaganda, über emotionale Botschaften da etwas zu erreichen. Und für mich ist das ein Verzweiflungsakt. Also erstmal ist für mich klar, dass Geheimdienste involviert waren. Da standen drei Kameras, da wurde mit professioneller Technik gearbeitet. Das macht kein Korrektiv und das machen auch kein Greenpeace, das machen Profis. Also da sind Profis gewesen. Auch das Aushorchen, es waren ja private Treffen, keine Geheimtreffen. Das ist ja Quatsch. Es waren private Treffen, wo sich Gleichgesinnte getroffen haben, um als einen von vielen Punkten Remigration zu
diskutieren. Und vor 5 Monaten hat Olaf Scholz noch davon gesprochen, dass wir schärfer und stärker abschieben müssen. Abschieben ist härter als Remigration. Abschieben ist, ich setze dich in ein Flugzeug und du bist weg. Remigration kann auch heißen, wir setzen Anreize, dass du zurückkehrst in dein Heimatland. Also Remigration ist die absolut weichere Variante zur Abschiebung. Ich meine, so werden die Begriffe verdreht. Und dann waren auf diesem Treffen 2 oder 3 AfD-Politiker aus der 2. oder 3. Reihe. Das hat ja auch nichts zu sagen. Private Treffen, wo grundgesetzkonforme Themen diskutiert wurden. Aber allein durch die Aufregung, die das in den Medien und die Aufmerksamkeit, die es bekommt und wie es geframed wird, glauben die Menschen, da wäre etwas Verwerfliches passiert. Und leider sind da sehr viele Menschen empfänglich für. Und so versucht man es. Für mich ist es aber eine Verzweiflungstat derjenigen, die jetzt regieren, weil sie merken, dass ihnen die Fälle wegschwimmen. Und die Bauernproteste sind ja wirklich großartig. Sie sind absolut zu begrüßen. Ich meine, mein Onkel war Landwirt, mein Vater war gelernter Landwirtschaftslehrer. Ich weiß, wie hart dieser Berufsstand schon seit Jahrzehnten geknebelt wird, wie auch immer weniger Bauernhöfe da sind, wie auch unabhängige Gastwirtschaften. Man will den Mittelstand nicht mehr, man will den unabhängigen, souveränen, klar denkenden Mittelstand nicht mehr. Man will auf der einen Seite Sozialhilfe und Bürgergeldempfänger, man will dann andererseits Menschen, die in Konzernen beschäftigt sind, man hat dann noch die Politiker und so hat man sie alle besser unter Kontrolle. Bauern können gut rechnen und Bauern sind hervorragende Ökonomen. Und jetzt streicht man eben die Dieselsubventionen, wobei die auch einen Grund hatten. Also dass keine Dieselsteuer da war, hat damit zu tun, dass die Spritsteuer und die Kraftfahrzeugsteuer eben für den Erhalt und Ausbau des Straßennetzes gedacht war und die Bauern das eben nicht so benutzen, weil sie auf ihren Äckern fahren. Aber das vergisst man alles und jetzt haben wir eine breite Protestwelle im Land, wie Ende 21 bei den Spaziergängen. Und jetzt merken Habeck und Baerbock und Scholz und Co., dass wirklich ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Und jetzt inszeniert man aus Verzweiflung, aus reiner Verzweiflung, eine sogenannte Affäre, die absolut keine ist. Und der Organisator, es stand ja schon in der Zeit, dass ich ihn auch kenne. Ich war mal auf dem Zahnärztekongress, habe ich referiert, wo er mich eingeladen hatte. Und der Organisator ist ein Zahnarzt, der nie politisch ein Amt hatte und sonst was und der tolle Praxis hatte und einen tollen Job da gemacht hat und jetzt 70 Jahre alt ist. Also bitte, was der macht, solange es nicht gegen die Verfassung ist, ist seine Sache und nicht die Sache irgendwelcher Diffamierungskampagnen. Halten Sie es für möglich, dass man tatsächlich jetzt dann noch einen Schritt weiter geht und irgendwie versucht, die Partei gänzlich zu verbieten? Ja, ich meine, das scheint ja jetzt sozusagen der verzweifelte Schritt zu sein, es zu versuchen. Aber wie gesagt, auch diese Medienlüge wird ja schon aufgedeckt hier und dort, genauso wie die Lüge vom Sturm auf die Habeck-Fähre innerhalb von einer Woche kollabiert ist. Also man versucht halt, solche Vorfälle zu schaffen. Man braucht immer einen Vorwand. Der Gaza-Krieg hat die schrecklichen Hamas-Terrorangriffe als Vorwand gebraucht. Und da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, wie viele freie Blogger, auch israelische Blogger, auch Menschen, die früher mal in den Streitkräften Israels gearbeitet haben, warum dieser Zaun, der so gut bewacht ist wie kaum ein anderer Zaun auf der Welt, warum der auf einer Breite von mehreren hundert Metern oder sogar Kilometern offen war. Weil diese Mitglieder der israelischen früheren Mitglieder der israelischen Streitkräfte haben auch gesagt, also wenn da nur eine Kakerlake drüber lief, haben wir das auf den Bildschirmen gesehen. Also da braucht man einen Vorwand. Jetzt braucht man einen Vorwand, um die AfD zu verbieten. Man wird es mit aller Gewalt probieren, ob man damit durchkommt vor Gerichten oder ob es nicht doch schon zu spät ist. Denn jetzt werden demnächst wieder Landräte gewählt, Bürgermeister für die AfD. Die führen im Osten ganz klar. Es hat sich da ein wirklicher Strom entwickelt. Ob es jetzt nicht zu spät war für eine solche Diffamierungskampagne, das wird sich zeigen. Ich denke, die große Angst von einigen Zuschauern ist sicherlich auch, dass man bei den nächsten Wahlen dann wieder eine große Koalition hat. Sehen Sie das als Gefahr, dass man eventuell dann doch noch die Mehrheiten hat, um dann, sage ich mal, jetzt keine AfD-lastige Mehrheit im Bundestag zu gewinnen? Das sehe ich nicht nur als Gefahr, das ist meine wahrscheinlichste Prognose. Ich meine, die CDU ist lange auf Grünkurs.
So, also das fing unter Angela Merkel an, 2010, 11 spätestens, und Angela Merkel hätte immer lieber mit den Grünen koaliert als mit den anderen. So, und jetzt fliegt vielleicht die SPD raus, also die 5%-Hürde werden sie wohl noch schaffen, schätze ich, aber sie fliegen vielleicht aus der Koalition, vielleicht braucht man sie auch, vielleicht wird die SPD die neue FDP, die FDP fliegt raus und dann haben sie natürlich Schwarz-Grün-Rot. Das wird so, ist meine Prognose für die nächste Regierung, dann geht's weiter. Und es ist ja nicht nur so, dass die Parteien alles reinstecken, dass diese Politik weitergeht, sondern wie gesagt auch Lobbys wie die Umwelthilfe, wie Korrektiv, die von der Gates-Stiftung mitfinanzierten Medien wie Zeit und Spiegel, die ganzen NGOs. Also die Koalition führt ja das aus, was in diesen Kreisen und diesen Gruppen im Prinzip auch als Politik, als Szenario gedacht ist. Klima, Theologie, Klimarettung, ja. Migration, Transhumanismus, Green New Deal, all diese Dinge, Beschneidung der Bürgerrechte, staatliche Auflagen, all das ist ja im Sinne dieser Parteien oder zumindest nicht der Wähler. Also auch bei der CDU gibt es viele rechtschaffene bürgerliche Wähler, bei der SPD auch. Die sind da etwas mehr auf der Arbeiterseite, wenn es das noch gibt. Aber das Politikpersonal will diese Politik, das sieht man immer mehr. Das heißt, Sie sehen keine maßgebliche Wende zu den nächsten Bundestagswahlen? Ich hoffe darauf. Meine wahrscheinlichste Prognose ist ja nicht unbedingt meine Hoffnung. Also es gibt natürlich die Hoffnung, dass tatsächlich die Alternative für Deutschland eine absolute oder die größte Partei wird. Damit müsste sie eigentlich den Kanzlerkandidaten oder den Kanzler stellen. Und es gibt die schwache Hoffnung, die aber sehr, sehr schwach ist, dass die CDU wieder bürgerliche Politik macht. Und dann wär's denn, wir haben ja eine rechte Mehrheit, zumindest bei den Wählern, aber eben nicht im Politikpersonal. Und deswegen schlägt sich das nicht durch in der Politik. Wann sehen Sie da wieder einen Aufschwung? Also sehen Sie das tatsächlich schon in den nächsten ein, zwei Jahren oder eher erstmal gar nicht? Das ist ja egal im Prinzip für die Kapitalanlage. Also bei Immobilien nicht so ganz, aber bei den Aktien schon. Da kommt es jetzt nicht darauf an, ob die Wirtschaft nach unten geht. Mhm. Es gibt ja auch unter Umständen in einer solchen sinkenden Wirtschaft Sektoren, die sich sehr gut entwickeln. Also nehmen Sie KI, nehmen Sie Big Tech, nehmen Sie vielleicht auch wieder Öl und Rohstoffe. Das sind zwei Sektoren, in denen wir sehr stark vertreten sind. Also von daher muss man die Wirtschaftsentwicklung ein bisschen trennen. Ich habe selber natürlich auch Immobilien, ich müsste mal zählen, so 6 bis 8 vielleicht, also ein gutes halbes Dutzend, die ich zum Teil selber nutze, zum Teil vermietet habe. Es macht aber für mich nur einen sehr kleinen Teil meines Vermögensmixes aus. Das ist auch klar, ich bin aktienlastig, ich habe aber auch Edelmetalle. Bei Aktien ist es die Qualität, und Sie sehen dahinter mein Buch Endlich mit Aktien Geld verdienen, ist im letzten Jahr rausgekommen, war auch wieder Spiegel-Bestseller, wo ich die Methode beschreibe. Bei Aktien ist es die Qualität eines Unternehmens, was sich in der Geschäftsmodell, im Geschäftsmodell, aber auch im Management, in der Bilanz widerspiegelt. Bei Immobilien ist es die Lage. Und natürlich auch die Substanz, aber primär die Lage. Es gibt ja den alten Spruch Lage, Lage, Lage. Also wenn die Lage in Ordnung ist, wenn die Geschäftsperspektiven in Ordnung sind, dann muss man eben gucken, was es kostet. Also ja. Es gibt auch in solch turbulenten Zeiten sicherlich gute Investments, denn es werden ja auch Leute zum Verkauf gezwungen, das muss man auch sagen. Es gibt also dann auch da wieder Opportunitäten. Aber man muss schon wissen, was man tut. Also bei Aktien, wann ist diese Aktie zu teuer? Was kann ich dann noch für ein Multiple, also für ein KGV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis draufsetzen? Bei den Immobilien, was kann ich noch als Mietmultiplikator nehmen? Also das eine ist Preis und das andere ist eben relativer Preis. Den Preis muss ich ja in Einheiten der Miete ausdrücken, weil das die Rendite auf das Objekt wiedergibt. Also wenn ich das Objekt 1 Million kostet und ich kriege 50.000 Miete, dann habe ich 5% Mietrendite. So ähnlich kann ich das bei Aktien auch machen mit der Gewinnrendite. Also es geht nicht nur um die Lage, der Preis muss auch einigermaßen da sein. Ich bin mir sicher, dass es auch in den nächsten Zeit Chancen gibt. Und damit komme ich auch schon zum nächsten Thema. Und zwar, ich hatte mich etwas damit beschäftigt, mit dem Thema Great Reset. Was halten Sie von so einer Wahrscheinlichkeit, dass sowas tatsächlich in dem Ausmaß kommt? Das ist für uns ja als Europäer eigentlich unvorstellbar, dass sowas tatsächlich kommen könnte. Also halten Sie sowas für tatsächlich, muss man mit sowas schon kalkulieren in der heutigen Zeit? Man muss es befürchten. Es gibt ja genug Leute, die es wollen. Klaus Schwab hat es nun in seinem Buch geschrieben, The Great Reset, was auf Deutsch nicht ganz in der Übersetzung trifft. Da heißt es dann der große Umbruch, was eigentlich diese Wucht nicht beinhaltet.
auch die Corona-Pandemie, die von der Rocke, also die Virus-Pandemie mit einem Virus aus China und den ganzen Maßnahmen zur Identifizierung, das von der Rockefeller-Stiftung schon 2010 veröffentlicht wurde. Das sind ja Dinge, die schon lange kursieren. Also es gibt nicht unerhebliche Kräfte, die uns wirklich umprogrammieren wollen auf eine neue digitale Welt, wo wir dann auch überwacht werden, wo wir quasi in sehr starken digitalen Überwachungszusammenhängen sind. Da arbeiten viele lange dran. Es hat für mich auch eine Weile gedauert. Ich habe vor 4, 5 Jahren oder auch vor 7, 8, 9 Jahren schon gesehen, dass wir totalitärer werden, dass die Privatsphäre schwindet, all das. Aber dass es wirklich in Richtung einer völligen Neugestaltung, in Richtung Planwirtschaft, Überwachungsgesellschaft gehen kann durch die neuen IT-Technologien. Das habe ich dann in letzter Konsequenz erst vor 5 Jahren gemerkt, als ich Weltsystem Crash schrieb. Und dann kam ja auch relativ schnell Covid und das hat es ja gezeigt. Einschränkung der Bürgerrechte, digitale Überwachung und so weiter und so fort. Also die Gefahr ist da. Das hat natürlich was damit zu tun, dass die Menschheitsentwicklung jetzt an einer Stufe ist, wo wirklich, was noch nie da war, dass die künstliche Intelligenz klüger wird als wir, dass sie natürlich schneller ist, dass sie, wir haben ein relativ schlechtes Medium, Informationen zu teilen. Das ist bei uns die Sprache oder Schrift, was wir jetzt gerade machen. Ja. Und so versuchen wir halt, unsere Informationen abzugleichen. Das ist sehr umständlich. Und wenn Sie jetzt eine smarte KI haben, die hat dann gleichzeitig Zugriff auf alle Datenbanken der Welt. Die hat dieses Wissen in der Nanosekunde da, während wir hier lange sprechen, bis wir uns ausgetauscht haben. Mhm. Da sind Gefahren und ich habe ja da prominente Vorkämpfer, würde ich sagen, wie Elon Musk. Elon Musk, der über Neuralink natürlich oder Neuralink auch Dinge macht, die an der Grenze zum Transhumanismus sind. Aber Elon Musk warnt auch vor den Gefahren von KI. Geoffrey Hinton, der frühere Chefentwickler von Google, ist ausgestiegen vor einem Jahr, warnt, weil gerade im letzten Jahr wirklich dieser Moment war, wo die KI laufen lernte. Und jetzt geht das auf so einem exponentiellen Pfad nach oben. Und da kommen massive Umwälzungen auf uns zu. Die Weltordnung verändert sich. Genau das, was ich in Weltsystem Crash beschrieben habe vor 5 Jahren. Also da könnt ihr es nachlesen, da ist das in 2 Kapiteln drin, wie sich die Weltordnung verändern wird. Der Titel heißt ja auch nicht, dass die Börsen crashen. Der heißt, dass das Weltsystem crasht und sich völlig neu ordnet. Da sind wir jetzt mittendrin, beziehungsweise vielleicht schon in der Endphase. Und meine große Hoffnung ist, dass wir den großen Krieg verhindern können. Aber das ist keine Prognose. Die Gefahren sind real. Ja. Prognosen, die ich habe, sind, dass der Ukraine-Krieg im Prinzip zu Ende ist. Das weiß aber jeder, der sich damit befasst und alternative Blogger geschaut hat seit einem Jahr, dass Russland einfach jetzt die Überlegenheit einsetzt. Und Russland hat ja auch sehr agiert, sehr überlegen und sehr zurückhaltend agiert. Man ist da unten aus dem Gebiet Cherson wieder weg, aus Kiew wieder weg, aus Kharkiv wieder weg. Und man kann sich diese Rückzüge eigentlich nur aus einer Situation der Stärke heraus leisten, hat sich dann neu aufgestellt. Das Gegenteil ja bei Selenskyj, der im November 21 noch gesagt hat, Bachmut wird um jeden Preis gehalten. Also diese Parolen, die erinnern mich ein bisschen an die Endphase des Dritten Reichs. Also in der Position der Schwäche versucht man dann alles um jeden Preis zu verteidigen. Also dieser Krieg ist hoffentlich zu Ende. Das ist das eine. Gaza, höchst unsicher, was passiert zwischen Gaza und Israel. Und das kann ein Pulverfass werden. Für die Märkte, also der Immobilienmarkt steht unter Druck. Da bin ich eher auf der Lauer, irgendwann auf der Einkäuferseite zu sein. Und der Aktienmarkt, der muss gar nicht crashen, der kann durchaus weiterlaufen, weil das Geld ja irgendwo hin muss und weil es ja genug Sektoren gibt, gerade Big Tech und so, die sich auch in dieser Phase weiterentwickeln. Die Prognose für die Politik ist eben, das geht aber schon ein bisschen weiter, dass wir leider wahrscheinlich eine Koalition bekommen werden, ob das die Ampel ist oder eine Ampel mit der CDU, die diese Politik mehr oder weniger weiterführen würde. Herr Professor Dr. Orte, ich bedanke mich bei Ihnen sehr für die Zeit, die Sie sich heute genommen haben. Jetzt haben wir natürlich auch viel über negative Themen geredet. Ich mache es am Ende immer so, ich würde Sie bitten, dass Sie vielleicht ein paar positive Worte an meine Zuschauer und Zuhörer richten. Das ist auch so wichtig. Ich meine, man muss diese Dinge aus meiner Sicht ernst nehmen, sich auch darüber, sich damit beschäftigen. Und gerade was die Vermögensvorsorge angeht, auch die Krisenvorsorge, einmal wirklich tief reingehen, sich damit beschäftigen, das tun, was angemessen ist
und dann abhaken und sich den schönen Dingen widmen, was auch immer ihr Hobby sei. Ich wandere gern, ich bin gern im Garten, ich mache Musik. Also ich lege großen Wert darauf, dass das nicht zu kurz kommt. Super. Vielen Dank dafür. Ich freue mich an alle hier draußen, wenn Sie fleißig kommentieren und auch gerne E-Mail schreiben. Ich hoffe, Herr Professor Dr. Ottke wird zu gewissen Zeitpunkt bereit sein, dann noch ein paar Fragen meiner Community zu beantworten. Nochmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bis bald. Sehr gerne, Herr Bubeck. Alles Gute. Bis bald.